Jetzt runter vom Sofa, denn gleich werden Sie richtig Bock haben zu tanzen. Wetten? In Dortmund gibt es regelmäßig Salsa-Abende im Westpark. Da versammeln sich Salsa-Fans aus ganz NRW und lassen sich von den karibischen Rhythmen tragen. Gerade bei den Temperaturen aktuell kommt richtig Urlaubsfeeling auf. Eine Mega-Stimmung, dank DJ Pablo. Und schon das Zuschauen macht Spaß. Gemeinsam Salsa tanzen im Freien, und zwar umsonst, das geht in Dortmund. Pablo Castro Villacorta oder einfach DJ Pablo macht es möglich. Den ganzen Sommer lang legt der Peruaner auf. Und eines weiß er ganz genau, heute wird es eine tolle Party. Das Wetter spielt mit und auf jeden Fall, es kommen sehr viele Leute heute. Also heute wird richtig voll. Unser Baby hier tanzen im Paar und Carlos. Ja. Wie lange machen wir das schon? 11 Jahre oder so? Ja, also Tanzen im Park gibt es seit 2010. Okay. Ne? Ja, und 13 Jahre. Das ist unglaublich. Seither ist die Salsa-Szene gewachsen, auch weil Pablo und seine Mitstreiter den Sommer in Dortmund mit karibischen Rhythmen feiern. Salsa ist mehr als nur Tanzen. Salsa ist ein Lebensgefühl, also das hast du auch gesehen. Am Freitag alle Menschen waren nur am Lachen, am Spaß haben. Und das ist das Tolle an Salsa, nicht nur an Salsa, die Musik, das alles so unabhängig davon, ob man Alter, Herkunft und so, das alles zusammen tanzen. Also, und das geht durch die Musik, den Rhythmen, durchs Blut, Muskel und dann, ja. Pablo stammt aus einer Musikerfamilie. Er liebt die Musik, liebt das Tanzen, liebt seine Frau Susanne. Sie geben gemeinsam Salsa-Kurse. Die Bulgarin liebt ihren Peruaner. Ich habe auch meine Liebe gefunden. Salsa. Pablo hat ja auch damals schon aufgelegt als DJ. Er kam ja auch nach Deutschland, um Musik zu studieren. Und dann hat er weiter Musik gemacht, hat dann kleine Veranstaltungen angefangen und ich war dann auch auf seine Partys und durch Freunde und wie das so ist, haben wir immer wieder durch die Musik zusammengefunden. Liebe liegt in der Luft, die Salsa-Abende als Happening. Die Besucher lieben die ausgelassene Stimmung im Park. Weil Spaß macht, Lebensfreude. Salsa im Park, richtig? Ist Lebensfreude, ja. Bei dir? Genauso. Es ist so genial hier jeden Freitag. Man muss kommen. Das macht einfach nur Spaß. Auch hier die Atmosphäre ist toll. So, alle Leute sind hier, haben Spaß. Verschiedene Kulturen. Schön. Wo gibt es einen Park mit Salsa-Musik? Es gibt es in New York, wir haben es da auch gesehen. Aber es gibt es auch in Dortmund. Und heute feiern sie auch einen Geburtstag. Niemals hätte Pablo gedacht, dass aus einer kleinen Idee ein so großes Fest werden würde. Ein Stück Lateinamerika mitten im Ruhrgebiet.